Zu zweit diese Bilder vorzustellen, weil sie sich ähnlich sind und eine Verbindung haben, aber sie sind nicht das Gleiche. Jedes könnte für sich stehen. Es gibt den schönen Ausdruck same, same, but different. Die Bilder beziehen sich aufeinander und zuerst erscheint es erstmal gar nicht so, weil das sind ja so unterschiedliche Farben auch. Das eine ist eher bläulich, das andere eher violett. Und trotzdem, wenn man sich gönnt einen Blick an die Seiten des Bildes, dann sieht man, da gibt es Farben, die beide miteinander vereinen. Es gibt ein Grau, es gibt ein Grün, es gibt ein Schwarz. Und das ist der Urgrund aller beider Werke. Hölzerne Kästen zu bemalen bewirkt, dass die Farbe vor der Wand steht. Bei Rolf Rose wird das quasi ein Zwischending zwischen Bild und Objekt. Und für Objekte erscheinen mir oft noch viel mehr wie eine Person als ein Bild. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit zwei Körpern zu tun. Zwei, ich würde mal sagen, Bildpersönlichkeiten. Normalerweise, wenn man von einem Maler spricht, dann ist es so, dass man denkt, ein Maler hat eine Palette und er hat einen Pinsel in der Hand. Das ist aber hier gar nicht der Fall, sondern er trägt es auf mit einem Spachtel, mit einem Rakel. Rakel als Werkzeug heißt, man hinterlässt keine Pinselspur. Es ist nichts Expressives dabei. Aber die Farbe als Material kann leichte Schwankungen in der Oberfläche provozieren. Und das ist auch genau das, was man sieht, wenn man auf die Ränder dieser beiden großen Werke schaut. Das sind so ganz sachte Wellen drin, wo die Farbe dicker und dünner geworden ist. Und je mehr Schichten man aufträgt, desto mehr potenziert sich das. Und dann bekommt man eben wirkliche, ja, Wellen, auf die wie mit einem haarfeinen Kamm Riefen gezogen sind. Es gibt eine Oberfläche, die changiert und kaum zu greifen ist, auch für unsere Kamera. Und das, was wir auch gezeigt haben, ist, man muss sich vor diesem Bild bewegen, um wirklich das zu erahnen, was hinter diesem Bild eigentlich auch steckt. Es ist eine Bewegung, die eigentlich, sag ich mal, sehr horizontal läuft. Und auch da gibt es von der einen zum nächsten Bild einfach eine Verbindung von der Bewegung her. Es entsteht auch eine Tiefendimension. Und die Frage ist, wie lässt man sich auf diesen tiefer gehenden Raum einfach auch ein? Wenn man sich, sag ich mal, fast meditativ davor setzen würde, kann es sein, dass sich ein Tor öffnet und ich in den tiefen Raum schauen kann. Und so geht es einem auch mit menschlichen Beziehungen, wie mit diesen Oberflächen, mit der Tiefe, die Elisabeth vorhin erwähnt hat. Wir können immer entscheiden, ob wir uns einem Menschen bis zu seinem Kern nähern wollen, ob ihm und einem selbst das gerade gut tut und welche Schicht seines Daseins uns jetzt gerade entgegenleuchtet.